Der hat auch eine Angel. Oh, ich würde ihn so gerne töten. Vor allem, es sind wahrscheinlich so richtige Noobs. Ja, man sieht schon, richtige Noobs, richtiger Versager. Und er hat einfach seinen Kumpel abgeschossen. Was ist los bei ihm? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Auf der Map Fiery Games 2 und wieder mit dem zweiten Account von Dustin, weil YOLO. Und ich sacke immer noch richtig heftig in PvP. Also ich weiß gar nicht, was da mit mir los ist, aber ich bin immer noch nicht wirklich so gut. Auf jeden Fall werde ich die Bankchest rumlaufen. Die geht nämlich da hinten rein und dann kriegen wir ganz viele Kisten und so. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema dieses Videos ist eine Sprachreise. Denn ich werde bald eine Sprachreise machen. Das ist sowas ähnliches wie eine Klassenfahrt. Und zwar eine Woche lang nach England mit meiner Klasse und der Parallelklasse. Ja, das wird lustig bestimmt. Und ja, das ist halt eine Woche. Eine Woche lang bin ich nicht da. Und darüber möchte ich jetzt so ein bisschen reden, weil wegen, ne, und vorproduzieren und so weiter, wisst ihr Bescheid. Weil, natürlich werden Videos kommen, also ich mache eh nur ein Video pro Woche oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich so ungefähr 3 vorproduzieren und ja. So, erstmal die Sprachreise ist am 24. März, das ist ein Montag. Da fahren wir ganz mitten in der Nacht los, irgendwie um 2 Uhr morgens oder so fahren wir dann mit einem Bus nach Frankreich, glaube ich, und dann mit einer Fähre nach England. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das Dörfchen, wo wir da sind, das heißt Eastbourne, das ist in der Nähe von London. Und ja, keine Ahnung, wird bestimmt ganz witzig, vor allem, weil ich auch so gutes Englisch kann. Auf jeden Fall bin ich dann vom 24. An die ganze Woche lang nicht da. Also ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, wir kommen Samstag irgendwann wieder, Samstagnachmittag oder Samstagabend, ich weiß gar nicht so genau. Aber ja, dementsprechend Samstag hätte ich dann wahrscheinlich keinen Bock mehr aufzunehmen. Also ist ja wahrscheinlich so ausruhen so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich Sonntag denn so viel Lust dazu hätte, deswegen werde ich wahrscheinlich für eine ganze Woche lang vorproduzieren müssen. Und ich meine, das ist jetzt nicht so das Ding, aber hier laggt's immer bei mir. Genau, hier laggt's immer. Aber ihr könnt jetzt mal mitentscheiden, was ich denn vorproduzieren soll, weil irgendwie, keine Ahnung, ne, und so, ich bin zu voll, mir was auszudenken. Deswegen schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich denn machen soll. Also, ihr könnt mir von mir aus einen Spielmodus schreiben, den ich spielen soll, wie zum Beispiel Survival Games oder Hide and Seek oder One in the Chamber. Vielleicht nochmal irgendwas ganz anderes, wie irgendwie Ender Games oder so, kein Plan jedenfalls. Also, das, was ihr wollt. Und ihr könnt mir von mir aus auch Leute dazu schreiben, mit denen ich aufnehmen soll. Allerdings sollen es irgendwie Leute sein, die ich schon kenne irgendwie oder wenigstens ein bisschen kenne. So, weil, ne, und so. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mich mit denen so auseinanderzusetzen quasi. Also ich habe jetzt nicht so viel Zeit, die kennenzulernen. Und, der Typ will was von mir. Will der was von mir oder will der die Kisten da unten? Ich glaube, der will was von mir. Ich habe jetzt kein Essen, das ist ein bisschen blöd. Der heißt einfach Captain Milf. Ach, Captain Wilf. Ich dachte schon, Captain Wilf. Das wäre es jetzt gewesen. Auf jeden Fall könnt ihr mir mal Sachen schreiben, die ich dann machen soll. Also Spielmodis oder Leute, mit denen ich aufnehmen soll. Schreibt mir das einfach mal. Und ja, ich denke, ich werde sonst, also wenn ihr nicht so Ideen habt, kann ja auch sein, dass ihr einfach keine Ideen habt, werde ich wahrscheinlich Survival Games und One in the Chamber bringen oder so. Jetzt zerbersten wir den. Oh, der hat aber gute Ausrüstung. Oh, und der ist auch richtig gut. Der ist auch richtig gut. Der hat's drauf. Der hat's drauf. Oh mein Gott. Der hat richtig... Okay, der hat auch nichts zu essen gehabt, Mono. Aber das ist jetzt echt ein bisschen richtig scheiße, weil ich kann da nicht runtergehen ohne Essen. Weil dann... Oh, ich habe so viel... Oh, shit. Was soll ich denn jetzt machen? Ich warte einfach, bis die Tür hier aufgeht und dann gehe ich da runter. Weil normalerweise geht man jetzt an der Felswand runter, aber ich habe ein wenig Essen und ich habe, glaube ich, zu wenig Leben, um das zu überleben überhaupt. Und deswegen chill ich jetzt lieber. Also ich weiß, ich hätte auch einen Cobweb, aber... ja, ich weiß nicht, nachher fail ich das und dann bin ich tot oder so und das wäre irgendwie uncool. So. Naja, auf jeden Fall war das eigentlich so das Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte und... Ja, keine Ahnung, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich bin vom 24. bis wahrscheinlich, denn, keine Ahnung, 6 oder 7 Tage lang nicht da. Und werde in der Zeit Videos trotzdem hochladen, die ihr mir vorschlagen könnt, auch mit Leuten, die ihr mir vorschlagen könnt. Und das, was noch schlimm ist so an der Sache ist, dass ich ja auch nicht auf die Kommentare antworten kann. Weil ich habe wahrscheinlich kein Internet da, beziehungsweise vielleicht habe ich doch Internet, aber ich nehme halt keinen Computer mit. Wobei, ich könnte eigentlich meinen Laptop mitnehmen, aber naja, egal. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht, ob ich mein Handy mitnehmen soll, weil ich habe ja, für die, die es nicht wissen, vor ungefähr einem Monat ein neues Handy bekommen, hier so Galaxy S4 Mini und so. Und ich habe einfach mega Angst davor, dass ich es da irgendwie verliere oder dass es mir geklaut wird oder dass es da runterfällt oder so, weil, keine Ahnung, ich finde das Handy mega geil und ich habe es erst seit einem Monat und das wäre natürlich mega traurig, wenn ich es jetzt verliere.
Und deswegen glaube ich, nehme ich das nicht mit. Aber ich habe noch ein altes Handy, was ich mitnehmen könnte. Das Galaxy Ace. Aber dann müsste ich mich halt nochmal mit den Tarifen da auseinandersetzen. Und wegen Internet und so. Und ja, also im Endeffekt brauche ich auch gar kein Internet. Also das Einzige, wofür ich Internet brauchen würde, wäre WhatsApp. Weil wir haben so eine Klassengruppe. Und dann, wir sind nämlich in so Gastfamilien. Also ich bin ja zum Beispiel mit drei anderen Kumpels in der Gastfamilie. Und dann wäre das Einzige, wofür ich das Handy brauche, halt mit den anderen, um mit den anderen zu schreiben. Keine Ahnung, warum auch immer, einfach so Erfahrung austauschen oder so, kein Plan. Und naja, also das wäre irgendwie so das Einzige für WhatsApp, aber naja, keine Ahnung, also ich denke, WhatsApp wäre schon cool, aber so richtig surfen, so Facebook gehen oder so würde ich jetzt nicht, weil ich habe ja sowieso, also ich habe ja sowieso ganz viel zu tun da, also ich denke mal, wir werden Ausflüge machen und nach London fahren und so weiter und so weiter. Und ich glaube einfach nicht, dass ich da so übermäßig zum Chatten oder Surfen an sich komme. Deswegen glaube ich, lohnt sich das gar nicht so. Auf jeden Fall müssen wir den Typen da unten jetzt gleich töten. Mit möglichst wenig Fallschaden. So, ich habe noch gar keinen bekommen, das ist eigentlich ziemlich chillig. Jetzt müssen wir Sneaky Meeky Ninja Manager angreifen. So, ganz leise. Schleichen uns an. Und töten, 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 töten. Nice. Zwei Diamanten, ja geil. Essen bräuchte ich jetzt erstmal so. Nice. Ja, also, keine Ahnung. Ich rede irgendwie total. Ich rede manchmal richtig behindert, also keine Ahnung. Mir kann man so schwer folgen, finde ich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt nicht da. So, Punkt. Eine Woche lang. Trotzdem kommen Videos und so. Also ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Hoffe ich mal. So, über was könnte ich denn jetzt noch reden? Ja, ich müsste jetzt irgendwie was mir ausdenken, über was ich reden könnte, weil, naja, das Video geht halt noch ein bisschen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt noch gehen wird. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich halt bis zum 24. Bis zum 24. Werde ich jetzt wahrscheinlich noch irgendwie Hide and Seek oder sowas spielen. Oder Hide and Seek will ich ja spielen, bis ich meine Dingsbums-Punkte da voll habe, bis ich meine 500.000 Punkte sind das. Bis ich die voll habe, möchte ich Hide and Seek noch spielen, weil, keine Ahnung, das wäre cool, wenn ich die voll habe. Und dann denke ich mal, werde ich irgendwas anderes wieder spielen. Also, irgendwie habe ich im Moment richtig Bock auf One in the Chamber, aber da habe ich ja im Moment genau 250.000 Punkte. Und das lasse ich jetzt einfach noch so ein bisschen stehen, weil ich finde das eine coole Zahl. Und genau 250.000 Punkte hat jetzt nicht auch jeder. Da hinten ist ein Zweier-Team, ja geil. Müsste ich mich jetzt ganz schnell beeilen. Das Tier schwer zu craften und zu entscharten, weil dann ist das Zweier-Team auch easy peasy. Und, naja. So, zack. Oh, boah, ich bin so schlecht im Craften manchmal. So, und 8 Brote auch noch gemacht. Geil. So, und jetzt laufe ich mal weg. Oh ja. Oh mein Gott. Lol, einfach nochmal. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich ist ja voll die Ma. Oh mein Gott, das ist nicht alles ein Team, oder? Das ist nicht. Es war das ein Dreier-Team und ein Zweier-Team und ich? Wollen mich trollen? Oh, geil. Auf jeden Fall werden wir die jetzt richtig dick ownen. Ne? Komm her. Oh ja. TNT, oh ja, das bockt, ja. Oh ja, oh ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, die rapen mich. Ihr Schwert und ein Level, das will ich ja jetzt gerne noch benutzen. Bow Spam for the win. Okay, erster ist tot und. Und zweiter ist auch tot. Nice, ja, geil. Läuft bei mir. Ich liebe einfach solche Videos, wo ich am Anfang irgendwie über ein Thema rede. Und dann am Ende vom Video bin ich einfach so richtig PvP-Action-mäßig. Das finde ich einfach mega geil. Ich glaube, das ist mit Zugucken auch ziemlich cool. Und ja, ich glaube, es ist mindestens ja noch ein Team im Deathmatch jetzt. Aber mit meinem enchanteten Tierschwert, hallo, was soll da passieren? Eine Angel habe ich nicht, genau. Okay, könnte doch was passieren, Chat. Komm schon. Was haben wir denn da? Haltbarkeit, willst du mich verarschen? Scheiße. Haltbarkeit. Haltbarkeit, warum? Ach, Kacke. Naja, egal. Ich hoffe einfach mal, ich gewinne trotzdem. So, das brauchen wir alles nicht. Da. Bap, bap, bap. So. Okay, Haltbarkeit, keine Angel. Aber 10 Pfeile und ein Team im Deathmatch. Ich glaube, das könnte lustig werden. Und wünscht mir einfach mal Glück, dass ich das jetzt rüberstehe. So, komm schon. Das geht los. Ich müsste. Okay, Digga, zum Team. Da hinten ist niemand. Sind es nur noch. Oh mein Gott, das sind nur noch wir beide. Es ist nur noch das Team und ich. So, ich würde mal sagen, ich überlege mir jetzt mal was. Oh. Oh. Und.
Lol, ich gehe einfach in der 5-Mode und drehe mich um und denke, dass ich ihn treffen kann. Huh, nein, shit. Nein, 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 nein. I don't want to die. Warum? Hui, ich bin gut im Ausweichen irgendwie. Okay, ich brauche jetzt einen Plan. Die beiden sind entweder richtig gut oder ich bin richtig schlecht. Könnte irgendwie beides sein. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Der hat auch eine Angel. Oh, ich würde ihn so gerne töten. Vor allem, es sind wahrscheinlich so richtige Noobs. Ja, man sieht schon, richtige Noobs, richtiger Versager. Und er hat einfach seinen Kumpel abgeschossen. Was ist los bei ihm? Und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Und Bowspam. 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 Easy win. GG. Oh mein Gott, das war ja mal wieder eine richtig geile Runde. Oh mein Gott, das war einfach so richtig Barbar gerade. Der tötet einfach seinen Teamkameraden. Ich komme da nicht drauf klar. Naja, okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich bin vom 24. eine Woche lang nicht da. Wenn ihr trotzdem Videos kommt, die ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, was es sein soll. Wenn nicht, dann mache ich einfach Survival Games oder so, keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal, was ich da mache. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag England in die Kommentare. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.